Garmisch-Partenkirchen hat Neuzeitliches zu bieten. Ursel Höger ist ausgebildete Waldgesundheitstrainerin. Sie führt Menschen, welche in dieser Zeit Ruhe und Entspannung suchen, in das Waldbaden, eine japanische Gesundheitslehre, ein. In Japan und Südkorea wird Shinrin-Yoku, also das Waldbaden, als Prävention und zur Gesundheitsvorsorge angewandt. Auch in Europa ist es aufgrund vielfältiger Forschungen bereits wissenschaftlich anerkannt. Dabei hat es, wie manche meinen, keinen esoterischen Hintergrund. Vielmehr geht es darum, den Wald wahrzunehmen und den daraus spürbaren Effekt zuzulassen. Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Und dabei bewirkt Waldbaden so viel Positives. Es reduziert Stress, reguliert den Blutdruck und wirkt sich stimmungsaufhellend bei Depressionen aus. So fördert es die Bildung von Killerzellen, welche dann wiederum krebsvorbeugend und immunsystemstärkend wirken können. Los geht's, probier's aus, geh Waldbaden!